Meine lieben Freunde aus Politik, Wirtschaft und Gastronomie, mir als Vorsitzendem unserer Partei ist klar, dass wir unserem neuen Partner, den Grünen, etwas bieten müssen. Deshalb begrüße ich unseren neuen Kooperationspartner aufs Herzlichste. Wir haben uns entschlossen, obwohl es uns nicht leicht gefallen ist, den Grünen einige der wichtigsten Ministerien, aber auch die dazugehörige Verantwortung für die nächste Legislaturperiode zu übertragen. Zum einen das neu geschaffene Ministerium für Kinoprogramme, Schönschrift und genfreie Grabsteinreinigung, sowie auch das Ministerium für Sandkasteneinfassungspflege und Gießwasserverordnung. Zudem das Ministerium für die Überwachung naturfarbener Haarfärbemittel. Ferner werden wir selbstverständlich unsere neuen Partner ausstatten mit mehr Kompetenz, und zwar bei der Singvogelpflege, bei der Parkanlageneinfassung, Dachrinnenreinigung und die Eindämmung von starkem Mundgeruch. Auch die Position des Vorsitzenden der Messerschleifervereinigung, den konnten wir durch einen kompetenten Grünen besetzen. Gerade in Bayern, wo das Handwerk eine jahrtausendealte Tradition hat, ist diese Position eine überaus gewichtige. Ja, meine Freunde, uns ist bewusst, dass wir uns unserem neuen Koalitionspartner diese wichtigen Aufgaben übertragen müssen. Nur dann kann auch eine fruchtbare Zusammenarbeit mit erkennbaren Ergebnissen für jeden einzelnen Bürger, also für Sie und ich, entstehen. Die Grünen sollen ein vom Ernst zu nehmender Partner auf Augenhöhe sein, dem die Arbeit mit uns, dem großen Bruder, Spaß machen soll und der sich bewusst ist, dass er wichtige Ressorts und Aufgaben für unser Land und unsere Bürger übernommen hat. Als Schneehäubchen, beziehungsweise man könnte auch fast schon sagen Sahnehäubchen obendrauf, haben wir uns zudem sogar noch hinreißen lassen, die Verantwortung für das bedeutende Ministerium der Flussbettreinigung und der Abwassergetränkeproben ebenfalls unserem neuen Partner anzuvertrauen. Die Grünen sollen wissen, dass wir sie als gleichwertigen Partner auf Nasenhöhe akzeptieren und auch schätzen. Was nützt es uns und unserem Land, eine Partei, die profilierungssüchtig und nur den eigenen Profiterol im Kopf hat? Nichts, liebe Freunde und Parteigenossen und Rinnen. Deshalb haben wir es auch noch nicht bereut, dass wir in etwa 4 Wochen gemeinsam mit unseren grünen und geschätzten Kollegen die Weichen für unser Land stellen. Und das nicht nur auf deutschen Bahnhöfen. Ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich auf Ihre gemeinsamen Aufgaben.